herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem kleinen digitalen Gottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort. Wir werden gleich noch ein bisschen hin und her schwenken, unsere Kirche, die renoviert wird. Aber es ist ein Ort der Sehnsucht und das passt gut zu der Adventszeit. Die Adventszeit, eine Zeit, wo uns Gott entgegenkommt, der es gut mit uns meint, der Mensch wird, der unsere Nähe sucht. In seinem Namen sind wir versammelt, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung zum heutigen Gottesdienst steht in Jesaja 40, Kapitel 1 bis 11, die Verheißung der Heimkehrer. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die Strafe voll erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahn für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie das Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht, sagt den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht,
Gott, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung hell hinein in Menschen Traurigkeit. Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich wach, hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, hat doch Gott schon längst den aufgemacht. Kann so viel Licht im Dunkel sein und so viel heller Schein? Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus in den Stall. Sie ahnen, während rings der Himmel laut vor Freude lacht, Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht. Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehen. Noch ist es klein, so wie ein Kind, vor dem die Hirten stehen. Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht. Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. Gott hat heute seinen Himmel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir sind, wie gesagt, an einem ungewöhnlichen Ort heute mit unserem digitalen Gottesdienst zum ersten Advent. Unsere Kirche, die wir in den letzten Monaten renoviert haben, sie ist fast fertig, aber sie ist noch Baustelle. Und ich kann mich erinnern an einen Moment, der war seltsam und denkwürdig, als der Vorbau, die Stufen zur Kirche und auch die Tür abgerissen wurden. Und dann gab es den Moment, wo der Eingangsbereich zugenagelt wurde mit einem großen Brett. Die Kirche verschlossen, der Eingang zu. Das geht gar nicht. Das tat fast weh. Überhaupt eine Tür, durch die man nicht gehen kann, die verschlossen ist. Verschlossene Türen, zugenagelte Türen, das ist die Erfahrung von vielen Menschen. Wir sind ja noch im November und der November ist der Monat des Gedenkens an die Verstorbenen. Wenn Menschen Abschied nehmen mussten, dann war das, als wäre eine Tür zugeschlagen. Denken wir an die Pläne von Menschen, die sich Menschen gemacht haben und die sie nicht zur Verwirklichung bringen könnten. Das ist wie eine Tür, die zugeschlagen ist. Oder denken wir an die Menschen, die flüchten aus Afrika oder Asien zu uns und die merken, dass Europa wie eine Festung ist, wo man nicht reinkommt, verschlossene Türen. Und wenn wir auf das Weihnachtsfest zugehen, denken wir natürlich auch an Maria und Josef, die nach Bethlehem kamen und denen vor der Nase die Türen verschlossen zugeknallt wurden. Unser Eindruck ist es auch in dem Jahr, das so langsam zu Ende geht, dass sich manche Tür geschlossen hat. Die Tür des Friedens hat sich geschlossen und für manche auch die Tür des Wohlstands. Wer erlebt, dass sich Türen schließen, der fühlt sich ausgeschlossen, zurückgeworfen, einsam, am Ende und verzweifelt.
Und so haben wir alle in uns die Sehnsucht nach offenen Türen. Wir selbst wollen ja eigentlich offene Türen sein. Wie offene Türen sein? Wir wollen mit unserem Leben gastfreundlich sein. Wir wollen das Schicksal anderer Menschen in unser Leben einlassen, uns dafür öffnen. Wir wollen auch Ideen, Anregungen, Eindrücke durch die Tür unseres Lebens einlassen. Wir wollen aber auch selber offene Türen erleben. Wir wollen erleben, dass wenn eine Tür sich Tür zugeschlagen wird, sich eine neue Tür öffnet. Wir wollen erleben, dass sich Türen öffnen und wir Pläne unseres Lebens umsetzen können. Wir wollen auch Türen offen finden, wenn wir einen Ort der Zuflucht, wenn wir Verständnis suchen. Wir wollen offene Türen finden, um Neues auszuprobieren. Unsere Tür ist wieder offen zur Kirche. Das Brett, was den Eingang zunagelt, ist weg. Und wir haben nicht nur eine schöne Tür in der Kirche, sondern wir haben eine Tür, die durchsichtig ist. Das ist symbolisch. Unsere Kirche soll einladend sein, offen sein. Man soll reingucken können. Es soll eine offene Atmosphäre sein, eine lebendige Gemeinde. Und wir hoffen, dass wir das zum ersten Mal am Heiligen Abend dann hier miteinander erleben dürfen. Die Sehnsucht nach offenen Türen. Dazu passt der erste Advent und die Adventszeit. Ja, Advent verstärkt die Sehnsucht nach offenen Türen, nach Frieden, nach Liebe, nach Miteinander. Advent nimmt unsere Sehnsucht nach offenen Türen auf. Da kommt jemand, der die Sehnsucht stillt. Jesaja, wir haben den Lesungstext gehört, kündigt das geheimnisvoll und zugleich gewaltig an. Er kommt, bereitet alles vor, erhebt die Täler, tragt die Berge ab. Es lohnt sich für den, der kommt. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Er kommt und dann eine Überraschung, auf einem Esel reitend nach Jerusalem. Aber er hat die Herzen berührt und berührt die Herzen. Jede Begegnung, die Jesus mit einem Menschen gehabt hat, hat in dem Leben des Menschen Türen geöffnet. Und mit ihm, er kommt nicht alleine, kommen Arme, kommen Bettler, kommen die, die flüchten und fliehen, kommen die Ausgegrenzten. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Machen wir die Türen unseres Lebens weit auf, das bedeutet Advent, weil er kommt. Er, der Frieden mitbringt, Liebe und Miteinander und Menschen. Menschen, die uns brauchen. Amen. Komm Gott, komm in unsere Welt, in unser Leben. Komm uns entgegen mit deiner Güte und Freundlichkeit, komm und höre unsere Bitten. Wir bitten dich für die Erschöpften und Abgestumpften, dass wir sie ermuntern und ihre Augen wieder lachen können. Wir bitten dich für die Einsamen und Zaghaften, dass sie sich wieder unter Menschen trauen und sich nicht aufgeben, sondern dranbleiben am Leben. Wir bitten dich für die Ratlosen, die am Ende sind,
dass sie Menschen finden, die sie begleiten und die sich wieder etwas zutrauen. Wir bitten dich für die Kranken und Trauernden, dass sie Trost und Beistand finden und ihre Hoffnung nicht verlieren. Wir bitten dich für die Menschen, die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden, dass ihr Schreien gehört wird und wir nicht müde werden, uns für sie einzusetzen. Wir bitten dich für die Enttäuschten, die niemandem vertrauen können, dass ihre Wunden verheilen und sie sich für neue Erfahrungen öffnen können. Wir bitten dich für die adventlosen Menschen, die nichts mehr erwarten, dass sie wieder einen Sinn finden in ihrem Leben, weil wir ihnen zeigen, dass wir sie gern haben. Alles, was uns bewegt, legen wir gemeinsam in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.